Ich begrüße euch zu einem kleinen Tutorial. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man auf einem neueren System Siedler 3 zum Laufen bringt. Um genau zu sein, die Siedler 3 Gold Edition, die Green Pepper Edition, habe ich hier liegen. Der Rechner bzw. der Laptop, auf dem ich das hier gerade mache, ist mit Windows 8 ausgerüstet, ausgestattet. Und ja, ich zeige euch das mal ganz fix, wie das geht. Und zwar muss man dazu die CD2 einlegen, dann den Arbeitsplatz, also den Computer öffnen, die CD öffnen, nicht die Wiedergabe starten, also nicht die Autostart, auf S3, Ordner S3 gehen, Install, da ist Setup, so jetzt auf Eigenschaften, also Rechtsklick Eigenschaften, Kompatibilitätsmodus, Programm ausführen für, und zwar nicht hier Windows XP Service Pack 2, sondern auf Windows 98 ME gehen. Übernehmen drücken. Okay. Jetzt sollte das Programm so ein Problem starten. Wenn ich das ohne dass die Kompatibilität mache, dann schmeißt er einen Fehler. Das geht nicht. Deswegen der Kompatibilitätsmodus. Ja, jetzt sieht man hier, jetzt wird der Wizard hier schon gestartet. Soweit kämen wir gar nicht erst, wenn der Kompatibilitätsmodus nicht an wäre. Das Ganze, wie das funktioniert, ist auf dieser Webseite auch nochmal ganz gut geschrieben, auf crony.de. Den Link schiebe ich euch in die Beschreibung rein. Hier ist das schrittweise alles nochmal erklärt und hier unten gibt es auch nochmal Fehlerbeschreibungen. Ja, jetzt bin ich soweit. Also hier nochmal so ein paar Fehlerchen. Das da, was für ganz unten war, das sind hier ein paar Kommentare. Wie man hier sieht, ist der am 27. Dezember 2016 und am 10. Januar 2017 wurde er tatsächlich beantwortet. Also ganz kaputt ist die Seite noch nicht. Desto weiter runter ich gehe, desto neuer werden die tatsächlich. Hier 6. Juni 2017. Das ist von jetzt an, das sind, ja, wir haben den 26. Juni, das ist 20 Tage her, dass da einer was gepostet hat. Also, dir gehen mehrere Leute drauf. Noch. Gibt da immer wieder Schwierigkeiten. Die Seite ist also ziemlich aktuell. Das hier dauert alles leider ein bisschen. Aber hier, könnt ihr euch auch die Patches runterziehen, die wir brauchen. Also einmal hier den Patch 1.6. Gibt's einmal mit Gold Edition, also mit der Amazon-Erweiterung und einmal ohne. Ich habe den mitgezogen, den lege ich schon bei mir auf dem Desktop. Und das Kompatibilitätsupdate, was quasi ein bisschen wie so ein Crack ist. Es ist eine neue Excel-Datei dafür. Und das liegt auch schon auf dem Desktop. Aber die beiden Dateien brauchen wir. Die muss man runterladen. So, ist ja damit hier fertig. So, jetzt kommt die stinknormale Installation. Blablabla, bla, bla. Ich stimme zu, ich habe natürlich alles gelesen. 650 MB sollte ja wohl jeder auf seinem Rechner frei haben. Hier ist auch noch ein wunderschöner Text von den Entwicklern für die Fans, weil das ja nicht die Urversion ist, sondern eine andere. Mit einem kleinen Hinweis, dass man das Ganze online ja noch kostenlos spielen könnte, aber die Server sind, also ich vermute stark, dass die Server down sind. Dafür gibt es allerdings von der Siedler 3 Community einen VPN-Client, der sich A-Lobby nennt, also A-Lobby. Da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, weil den brauchen wir auch, um einem kleinen Bug Herr zu werden. So, jetzt installiert das hier eigentlich relativ fix, weil ich früher gewartet habe, bis der Scheiß installiert hat. So, da wäre die Installation auch beendet. Soweit, so gut habe ich einen kleinen Cut gemacht. War nicht sehr spannend. Ein schönes README geöffnet. Jetzt kann ich euch zeigen, was passiert, wenn ich das Spiel starten will. Also erstmal habe ich keine Verknüpfung hier, das ist nicht mehr so. Aber zuerst müssen wir den Patch drauf spielen. Das hat sonst alles keinen Sinn, das funktioniert sonst nicht. Dieser PC auf der Festplatte C
Müssen wir die Festplatte zählen, wir müssen in den Spieleordner. Hellebe. Blue Byte, Siedler 3. So. Dann haben wir hier. Also dann müssen wir hier, dann haben wir hier zum Beispiel die Anwendung. Dann kann ich auch direkt eine Verknüpfung erstellen. Und diese mir auf Desktop ziehen. Das ist egal, ob wir das die S3 dann nachher ändern. Eine Verknüpfung verweist ja eigentlich immer nur auf diese Datei. Also auf diesen Pfad. Wenn man das ändert oder wenn ich jetzt das hier S3 nennen würde, würde er das ausführen statt dem, sofern es das nicht mehr gibt. Das nochmal kurz zu der Erläuterung. Wenn ihr das übrigens über ein Image macht, dann müsst ihr natürlich Image 2 öffnen und genau wie ich das gemacht habe. Und darauf das Setup abspielen. Wenn man das gekauft hat und das so installieren kann, irgendwie runterladen, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, dann habt ihr die Probleme wahrscheinlich nicht. Dann wird das jetzt für euch interessant werden. Hier ist nämlich diese, das ist jetzt der Patch 1.6, den ich runtergeladen habe von der Webseite. Den muss man nehmen, die Anwendung an sich, und muss den hier reinkopieren in das Verzeichnis des Spiels. Jetzt führt man den aus. Wenn man so versucht, den auszuführen, dann sagt er hat irgendeine DLL nicht gefunden und schmiert direkt ab. So, jetzt ist keine Rückmeldung, ist übrigens auch nochmal. Jetzt ist es wieder fertig. Jetzt haben wir das geupdatet. Wenn ich jetzt versuche, das zu starten, flippt er mir trotzdem aus. Wo sind die S3-Echse hin? Der hat die weggenommen, oder? Ne, doch, da ist er doch. Er müsste die aber umgeschrieben haben. Also wenn ich die jetzt versuche zu starten, sagt er hier Kernel 32 does not point to Kernel 32 DLL, Virus or incompatible System Analyzer detected, Nummer 3000, bla bla bla. Wenn ich das jetzt nachgucken würde, das hat er glaube ich auf der Webseite auch benannt, oder beziehungsweise wenn man das googelt, findet man den Fehler auch. Diese Crony-Webseite ist auch nicht die einzige, die sich darum damit befasst, habe ich festgestellt, aber es ist eine sehr gut geschriebene, also sehr, sehr gute Anleitung dazu, und ich finde, da ist sehr viel Herzblut auch dabei. Und er nimmt es auch selber nicht so ernst, finde ich ganz witzig. Jetzt nehmen wir die, also nehmen wir die, den das Kompatibilitätsupdate, wie es heißt, und kopieren das in den Ordner rein. Einfach über die andere Echse drüber. Zopp. So, jetzt müssten wir das schon starten können. Jetzt kommt hier nochmal wieder dieser File-Converter. Er war vorher nach der Installation schon kurz da, aber der war wirklich schnell wieder weg. Diesen Fehler bekomme ich immer. Den bekomme ich immer beim ersten Mal. Nochmal starten. Also das war jetzt, ich weiß nicht, warum jetzt da das Fenster war, aber ich habe es jetzt einfach mal genutzt. Hier wollte ich nochmal ganz kurz anmerken, dass der Grund dafür, dass das Fenster so klein ist, der ist, dass die Auflösung des Spiels kleiner ist. Aber für euch wird das dann trotzdem im Vollbildmodus angezeigt. Also das ist jetzt nicht nur so ein kleiner Abschnitt vom Bild. Das hat nur mit der Auflösung zu tun. So, jetzt haben wir hier Siedler 3 tatsächlich. Wir könnten auch spielen. Allerdings ist hier dieser wunderbar tolle weiße Balken und der Rahmen drumherum. Und wenn man das Spiel startet, hat man hier oben einen schwarzen Balken. Also nicht ganz durchgängig, aber es stört einfach. Der ist da. Gut. Und jetzt zeige ich, wie man den wegkriegt. Es gibt tatsächlich eine Settler 3 Fullscreen Border, heißt das Ding. Da kann man eine Batch, die kann man einfach ausführen. Die gibt es auch auf der Webseite, aber der funktioniert bei mir nicht. Also vielleicht funktioniert bei manchen Leuten, bei mir funktioniert der nicht. Ich mache das anders. Und zwar kommt jetzt der vorhin erwähnte A-Lobby-Installer. Also das A-Lobby-Programm, das kriegt man hier auf der Webseite von der Siedler 3 Community, Siedler3.net. Net heißt Network, also Network Verbund Community. Ist nicht die offizielle Siedler-Webseite, die wäre siedler3.de. Und den installiere ich jetzt mal, also den Installer habe ich schon runtergezogen. Sieht ein bisschen so aus, das Zeichen wie von Smash plus Brawl. Dieses Brawl-Smash-Zeichen da. So, bla bla bla, Installer Language, da ist es doch schon. Weiter, annehmen, alle User, ja.
Hier Shortcuts, zack. Alles drauf. Alles drauf knallen. So, jetzt installiert er hier sein Zeug. Ist doch eigentlich relativ fix gehen. Also auf jeden Fall schneller wie Siedler. Ja, ich habe das Ding übrigens auch noch nie benutzt, um irgendwie online ein Match zu suchen oder so. Ich glaube, so funktioniert das auch nicht. Da muss man schon sich verabreden. Oder so. Ich glaube nicht, dass da Leute sitzen und warten, dass einer kommt und mit ihnen spielt. Also ganz so beliebt ist das Spiel dann doch nicht mehr. Ganz davon Arbeit da abgesehen, dass es ja reinstecken, nicht aber so ist die. wie ein Shooter, dass man einfach einsteigen könnte. Na, komm schon. Ich finde es aber toll, dass die Community sich da so viele Gedanken, also so viel, auch so viel Arbeit da reinsteckt, nur weil die eben dieses wirklich Asbach-uralte Spiel spielen wollen. Ich glaube, von 98 ist Siedler 3 tatsächlich. Also ich habe die erste Siedlerkopie tatsächlich schon mit Euro gekauft. Da war Euro aber auch gerade ganz schön neu noch. Beziehungsweise nicht mit Euro, sondern mit Mark noch. Mit den letzten D-Mark. Das war das letzte Mal, dass ich D-Mark benutzt habe, um was zu kaufen. So war es nämlich. Da müsste ich, keine Ahnung, wie alt ich war. Aber es sucht meines Erachtens immer noch seinesgleichen. Es gibt kein Spiel, was so auf die Ketten aufbaut. Also keins, was mir jetzt einfällt, was halt auch diese Zeitmanagement-mäßige, na, den Zeitmanagement-Faktor drin hat. So, hier ist fertig. A-Lobby ausführen, können wir direkt drücken. Der wird jetzt direkt sagen, vergiss es. Ja, muss nämlich als Administrator ausgeführt werden. Da kann man hier wohl noch die Access Rights Echse in dem A-Lobby Ordner ausführen lassen und gucken, ob es danach auch ohne Admin-Berechtigung geht. Aber keine Ahnung, ich zeig's euch jetzt, wie man das gescheit macht. Hier haben wir die Verknüpfung davon. Man könnte jetzt mit Rechtsklick draufgehen und als Administrator ausführen. Das müsste man dann aber immer machen, wenn man das Programm öffnet. Deswegen ein kleiner Trick. Geht hier, also geht rein, hier Verknüpfung, erweitert, als Administrator ausführen. Übernehmen. Ich weiß noch nicht mal, ob man das fortsetzen. Ob das jetzt nicht sogar schon reicht. Ja, das würde ich jetzt sogar gerne mal testen. Ob die Installation nicht an sich schon reicht, das weiß ich nämlich gar nicht. Ja, startet Siedler 3. Oh, tatsächlich. Das reicht schon. Das, was man das installiert hat, reicht schon, dass das wieder gescheit funktioniert. Ich glaube, das war jetzt gerade in der kleinsten Auflösung zu sehen, das Siedler 3. Ich zeige euch auch mal ganz schnell, wie man das anders hinkriegt. In der Fall der Fälle, dass ihr es nicht schon wisst, gibt es nämlich hier außerhalb tatsächlich die. Ja, er hat nämlich hier auch S3A Lobby reingegeben. Und ich glaube 23,49. 53, 49? Nee, ich habe gerade gedacht, das war vielleicht eine andere Datei, es ist aber dieselbe wohl noch. Man muss hier in das Setup gehen. Setup S3 vom 25.11.1998. Ah, hier steht 97, sind viele von den Dateien noch. So, hier habe ich jetzt die Einstellungen, die im Spiel tatsächlich nicht erreichbar sind. Man kann nur außerhalb vom Spiel Einstellungen machen, setzen. Hier kann man die Auflösung sowas alles verändern. Schattentyp, Nebel des Krieges, also das was man, das weiß ja, was Nebel des Krieges ist. Den Teil der Karte, den man nicht sehen kann, weil keine Leute da sind. Nicht den, der nie unerkundet ist, sondern den man erkundet hat, aber nicht mehr sehen kann, weil er nicht mehr im Einzugsbereich ist. Das ist denn, und das Graue da, das ist der Nebel des Krieges. Die Steuerung kann man umstellen. Ein bisschen, also Bauhilfe, dass dann die Gebäude und die Punkte gezeigt werden oder nur die Punkte. Scrollen wie normal mit Rechtsklick gedrückt halten oder zum Rand wie bei Age of Empires und allen anderen. Real-Time Strategy Games, RTS-Dinge. Soundqualität, Videoqualität, CD, Audio. Was das genau bringt, weiß ich gar nicht. Hier irgendwas mit so einem blöden farbigen Mauszeiger. Man kann natürlich, wenn man hier oben kann man, also natürlich, hier oben kann man drauf klicken, da ging es darum, wie schnell der Rechner ist. Da jeder Rechner heutzutage über 350 MHz hat, kann man hier einfach beherzt drauf zuklicken. Und dann stellt sich das automatisch um. Also da ist hier fest einstellen. Wenn ich hier drauf gehe, dann springt er direkt auf das Lahmste wieder zurück. Die Mindesteinstellungen. Aber da, wir können das ruhig auf Maximum stellen. Das sollte jeder Onboard-Chip hinkriegen.
Zumindest von der Arbeit her. Das Intro funktioniert wohl, ich weiß nicht, ob es generell nicht funktioniert oder nur in der höchsten Auflösung nicht. Kann ich jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, es funktioniert auf den neuen Dingern generell nicht. Na, komm schon. Ne, kein Intro. Ich hatte es irgendwann mal ganz kurz an, aber da war auch nur Ton tatsächlich. Ich habe es mir dann nochmal bei YouTube nochmal reingezogen. So, also kurz nochmal für die Auflösung reingehen. Na, wo bleibst du? Da. Zack, über 350. Sound, Video. Qualität hoch, ist ja ganz klar. Einstellungen speichern, Settings saved. Zack, starten. Loop. Wenn ihr gefragt werdet nach, also ich habe es jetzt hier ganz einfach gestartet, es müsste jetzt größer, im größeren Bildmodus sein. Ich kann euch kurz zeigen, hier im Einzelspiel. Jetzt werdet ihr nach der Seriennummer gefragt, den habt ihr normalerweise in der Packung drin von dem Spiel. Oder wenn ihr das irgendwo anders gekauft habt, irgendwie online, dann wird das wohl in irgendeiner E-Mail drinstehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo vielleicht noch einen Patch gibt, der das alles wegfixt. Es ist auch kein No-CD-Crack dabei, also die CD braucht ihr nach wie vor. Aber auf der Crony-Seite gibt es einen, der gibt einen vor, den man nutzen kann für Singleplayer-Kampagnen. Das ist aber ein allgemeingültiger, den kennt wohl jeder in der Community. Und selbst wenn man dann irgendwie einen sucht, dann findet man garantiert nochmal irgendwo einen Key-Generator oder sowas. Ich habe da jetzt nichts. Ich habe das Spiel ja hier rumliegen. Brauche ich keinen Key. So. Okay. Weiter. Weiter. Oh, ich CD1 einlegen, weil CD2 geht nicht. So. CD1 angelegt. Ich habe hier auch so ein ganz kleines lustiges Blu-ray-Laufwerk mit zwei USB-Kabeln, weil der Laptop kein eigenes Laufwerk mehr hat. Also neuere Laptops haben das teilweise nicht mehr. Zack, kurzer Ladescreen. Und ich bin wieder auf dem Desktop. Warum bin ich wieder auf dem Desktop? Keine Ahnung. Ha! Das ist jetzt doof. Was ist das jetzt? So, das ist jetzt ein ziemlich blöder Vorführeffekt. Oh, doch. In uralten Zeiten, als das Pantheon noch von Göttern der verschiedenen Völker bewohnt war, stand dort ein Tempel. Der Tempel des unbekannten Gottes, Schöpfer aller Götter. Dieser Tempel wurde in höchsten Ehren gehalten. Ja, das Intro ist wohl doch drin. Sind selber überrascht, ich habe es einfach mal laufen lassen, weil ich es immer so feier. Ja, vielleicht habe ich es auch jetzt rausgeschnitten, je nachdem, wie lange das Video dauert. Aber lass dir gesagt haben, es funktioniert doch. Keine Ahnung, warum auf einmal. Normalerweise ging das nicht. Was ich eigentlich jetzt wissen wollte, ob das hier wieder dann geht. Ladescreen. Ja, jetzt funktioniert's. Man kann das Ganze. Ich hab hier ein paar Holzfäller hin, funktioniert. Man kann das Ganze vielleicht sicherer machen, indem man den Kompatibilitätsmodus auf 98 noch in die Echse setzt. Allerdings habe ich das von Anfang an jetzt nicht gemacht, weil der Installer von A-Lobby. Ich muss das mal ausmachen, die Musik war mir gerade zu laut. Der Installer von der A-Lobby ist zu. Installiert sich nicht, wenn das nicht geht. Der sagt dann, nö, Kompatibilität weg. Das klappt dann nicht. Aber das war jetzt so grob alles, was man wissen sollte für die Installation und das sollte alles gehen.
Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt das einfach in die Comments. Oder guckt auch mal auf der Webseite von dem Crony. Das ist mehr ein Blog als eine Webseite. Aber da ist heute der Großteil an Zeug wirklich abgedeckt sein. Aber sonst, ja, lasst Feedback da. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.